Hallo und herzlich willkommen hier bei So Simple. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sabine und vielleicht sind wir uns ja schon mal auf meinem Nähblog begegnet oder in einem meiner Nähbücher. Näh doch einfach Overlock und mein Nähjournal heißen die. Näh doch einfach, darin dreht sich einfach alles um das Nähen mit der Nähmaschine. Außerdem findest du da Tipps und Infos, die du nirgendwo sonst so findest. Näh doch einfach Overlock ist natürlich das Gegenstück dazu und da geht es um das Nähen mit der Overlock, ganz klar. Das Nähjournal, na, das ist so eine Art Nähtagebuch, das du selbst aber auch aktiv gestalten kannst. Außerdem begleitet dich das Nähjournal mit Schnittmustern, Anleitungen, Tipps und Hilfestellungen bei deinen Nähabenteuern. Bevor wir jetzt starten, denk auf jeden Fall dran, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Natürlich freue ich mich immer auch über ein Like und einen lieben Kommentar von dir. Lass uns loslegen. Okay, das sind die Materialien, die du brauchst. Einmal das Schnittmuster selbst und dann so ein Kurvenlineal. Man nennt das auch Schneiderkurve oder Schneiderlineal. Das hat unterschiedliche Kurvenverläufe und es gibt auch unterschiedliche Lineale, mit denen man arbeiten kann. Außerdem brauchst du einen Stift. Und dann brauchen wir noch zwei Stück Schnittmusterpapier für die Belege. Das Rückteil brauchen wir erstmal nicht, an dem wird ja nichts geändert. Wir arbeiten jetzt nur mit dem Schnittmuster für das Vorderteil. Das hat im Moment ja noch einen Rundhals und wir wollen aber einen V-Ausschnitt draus machen. Damit wir an der Schulter gar nicht viel ändern müssen, setzen wir unterhalb der Schulter an und können dann im gewünschten Winkel einen V-Ausschnitt anzeichnen. Du kannst hier einen ganz steilen Winkel nehmen oder einen flachen. Kannst du mal ausprobieren, was dir da am besten gefällt. Oder du kannst auch die äußere Kante des Lineals nutzen. Und auch hier sind ganz viele unterschiedliche Winkel drin, natürlich unendlich viele. Kannst einfach mal ausprobieren, was dir gut gefällt und dann das Ganze auch mal spiegeln, damit du siehst, wie das dann am Shirt wirklich aussehen würde. Du kannst auch mal unterschiedlich steile Kurven verwenden. Je stärker diese Kurve gerundet ist oder die Linealkante gerundet ist, desto flacher wird auch der Halsausschnitt. Und jetzt können wir den Ausschnitt schon einzeichnen. Ich mache hier eher einen flachen V-Ausschnitt. Zeichne die neue Ausschnittlinie so, dass sie sich gut in die Kurve des alten Ausschnittes einfügt. Das hier ist jetzt mein V-Ausschnitt. Und damit ich den V-Ausschnitt dann mit einem Beleg sauber verarbeiten kann, wird jetzt als nächstes der Beleg vorbereitet. Dafür übertrage ich mir die Konturen von Vorder- und Rückteil ein weiteres Mal auf ein zweites Schnittmusterpapier. Und weil ich den Beleg nur 4 cm breit mache, reicht das, wenn ich die Schulterkante nur andeute. Und jetzt messe ich mir im Abstand von 4 cm eine Linie parallel zur Ausschnittkante. Und das ist dann das Schnittmuster für den Beleg. Auch am vorderen Ausschnitt bleibe ich bei den 4 cm. Und dann verbinde ich einfach die Punkte, die ich gemacht habe und habe damit mein Schnittteil. Jetzt noch den Stoffbruch einzeichnen, das ist wichtig, damit ich da nichts verwechsle. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal mit dem Rückteil. Das habe ich ja nicht verändert und hier kann ich jetzt einfach die Kontur wieder übertragen und auch hier einen 4 cm breiten Beleg einzeichnen.
Du kannst die Belege natürlich so schmal oder breit machen, wie dir das gefällt. Bei so einem Shirt sind 4 oder 5 cm eigentlich immer ein ganz gutes Maß, weil dann nichts umklappt. So sollte das jetzt aussehen. Und jetzt kann ich die Belege zuschneiden. Auch hier schreibe ich mir nochmal den Stoffbruch ran und dann kann ich das Schnittteil ausschneiden. Wenn in dem Schnittmuster, das du kopiert hast, um den Beleg vorzubereiten, die Nahtzugabe schon drin ist, dann musst du auch keine Nahtzugabe mehr für den Beleg hinzufügen. So sehen meine vorbereiteten Schnittteile jetzt aus. Hier ist das Vorderteil mit Beleg und das Rückteil mit Beleg sieht genauso aus. Und mit dem Ganzen schneide ich mir jetzt auch meine Schnittteile zu, und zwar im Stoffbruch. Einmal das Rückteil, einmal das Vorderteil und die beiden dazu passenden Belegteile. Wenn dein Stoff sehr weich oder elastisch ist, dann kannst du die Belegteile und auch die Ausschnittkanten mit einem dünnen Bügelvlies verstärken. Dann ist es einfacher. Hätte ich hier auch machen können, aber diesmal habe ich es nicht gemacht. Okay, wir starten damit ganz normal Vorderteil und Rückteil an den Schulterkanten zusammenzunähen. Dafür lege ich mir die Schulterkanten bündig rechts auf rechts und stecke sie erstmal zusammen. Und beim Zusammenstecken achte ich darauf, dass an der inneren Ausschnittkante die Nahtzugabe als magisches Dreieck übersteht. Das ist dann die Garantie dafür, dass sich die innere Ausschnittkante schön harmonisch rundet. Ich zeige dir gleich nochmal, was ich meine. Das gilt allgemein für Rundungen, wenn die eine Nahtzugabe in Nahtbreite die andere überragt, hier so, dann sorgt das für eine schöne harmonische Rundung. So sieht das Vorder- und Rückteil jetzt aus. Und jetzt stecke ich auch noch die Belegteile an den Schulterkanten rechts auf rechts aufeinander. Und auch hier achte ich wieder auf das magische Dreieck. Denn die Rundungen des Ausschnitts sollen ja für Beleg und Ausschnittkante identisch sein. Und weil die Kurve vom vorderen Ausschnitt bei den meisten Ausschnittformen in einer steileren Kurve verläuft als der flache Ausschnitt vom Rückteil, bildet meistens auch das Vorderteil das magische Dreieck. Hier siehst du es nochmal. Und dann werden die Schulterkanten vom Beleg mit 1 cm Nahtzugabe abgenäht. Mal schauen, dass sich nichts verschiebt. Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann endet die Naht auch genau dort, wo das magische Dreieck sich überschneidet. Auch hier wieder wichtig, die Nähte gut zu verriegeln, damit sie stabil sind. Einfach ein paar Stiche vor und zurück nähen. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Und mit derselben Nahtzugabe nähe ich dann natürlich auch noch die Schulterkanten von Vorder- und Rückteil zusammen. Also wieder 1 cm Nahtzugabe und Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. So sollte das jetzt aussehen. Und auch hier habe ich an der Innenseite jetzt wieder eine schöne Rundung. Anschließend wird die äußere Kante vom Beleg mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich versäubert. Das stabilisiert die Kante und sorgt dafür, dass sie nicht ausfranst. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt wird der Beleg rechts auf rechts an den Ausschnitt gesteckt. Die Schulternähte liegen dabei genau aufeinander. Wichtig ist, dass du auch an der vorderen Spitze des Ausschnitts ganz sauber arbeitest.
Also immer wieder zwischendurch mal checken, ob alle Stoffkanten bündig miteinander abschließen. Und auf diese Weise wird der Beleg einmal komplett um den Ausschnitt herum gesteckt. So sollte das jetzt aussehen. Anschließend wird der Beleg mit 1 cm Nahtzugabe rundherum an den Ausschnitt genäht. Ich starte an der Schulternaht. Da ist der Nahtanfang am unauffälligsten. Ich lege damit los, die Naht erstmal wieder zu verriegeln und dann nähe ich langsam den Beleg rundum an den Ausschnitt. Wenn ich am untersten Punkt des Ausschnitts ankomme, lasse ich die Nadel im Stoff, hebe den Nähfuß, drehe den Stoff, sodass ich gerade weiter nähen kann. Richte nochmal den Stoff gut aus und dann nähe ich wieder am zweiten Ausschnittschenkel Richtung Schulternaht hoch. Hier ist schon die Schulternaht und jetzt nur noch der Beleg am Rückteil. Und dann ist der Beleg rundherum angenäht. Mit dieser Nähtechnik kannst du übrigens alle möglichen Schnittmuster für Webware oder Wirkware so verändern, dass sich komplett neue Looks ergeben. In meinem Online-Nähkurs, der So Simple T-Shirt-Nähkurs, zeige ich dir auch ganz ausführlich nochmal viele spannende Ausschnittvarianten, mit denen du deine Shirts und Tops im Handumdrehen verschönern kannst. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Anschließend wird der Beleg verstürzt, das heißt, er wird nach innen geklappt. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal die Nahtzugabe vorbereiten. An der unteren Spitze schneide ich V-förmig die Nahtzugabe ein. Das mache ich, damit hier die Naht ganz flach liegt. Und dann knipse ich die Nahtzugabe in Abständen bis kurz vor die Naht ein. Du kannst hier auch eine Zackenschere nehmen. Ich finde eine spitze, scharfe Schere auf jeden Fall praktischer. Damit kann ich genauer arbeiten. Im Bereich der Schulternähte, wo der Stoff vierlagig ist, knipse ich einfach noch ein bisschen mehr weg, damit die Naht sich hier schön ausformen lässt. Und dann gehe ich einmal rundherum. Anschließend wird der Beleg nach innen gebügelt und die Naht schön ausgeformt. So sollte das jetzt aussehen. Und dann stecke ich den Beleg mit ein paar Stecknadeln an den Oberstoff. Die Naht soll genau im Stoffbruch des Ausschnitts liegen. Und das mache ich jetzt einmal rundherum. Jetzt wird nur noch der Beleg an den Ausschnitt gesteppt. Hier kannst du von der linken Stoffseite, also auf der Versäuberungsnaht, nähen oder du kannst von der rechten Stoffseite aus arbeiten. Du kannst dich auch einfach an den Markierungen auf deiner Stichplatte orientieren, um immer den gleichen Abstand zur Ausschnittkante zu halten. So mache ich das jetzt hier. Durch den Stoff kann ich gut die Belegkante, die ich mit der Overlock versäubert habe, auch erspüren. Zum Feststeppen des Belegs eignet sich zum Beispiel ein längerer Gradstich. Ich nehme hier eine Stichlänge von 3,5. Du kannst aber auch noch dekorative Elemente einarbeiten, indem du zum Beispiel Zierstiche verwendest. Wenn du dich für die Zierstichvariante entscheidest, solltest du besonders bei elastischen Stoffen darauf achten, dass auch der Zierstich elastisch sein sollte. Das ist wichtig, damit der fertige Ausschnitt auch elastisch ist. Denk dran, auch an der unteren Ausschnittspitze wieder die Nadel im Stoff zu lassen und den Stoff zu drehen, bevor du wieder nach oben nähst. So sollte das jetzt aussehen. Ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und weitergeholfen. Und ich freue mich natürlich über dein Like. Vielleicht bist du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!